Um diese blaue Box geht es. Sie enthält etwas noch nie Dagewesenes bei Franconian and Western. Was das ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Dieser Vectron ist übrigens drin. Mein erstes Modell von Rocco? Nicht wirklich, die offenen Güterwagen hatten wir bereits in Folge 6. Meine erste E-Lok? Auch nicht. Wir erinnern uns an die BR-189 in den Folgen 34 und 35. Aber dieser Vectron ist meine erste Personenzuglokomotive. Naja, fast. Die kam auch schon vor Güterzügen zum Einsatz, aber derzeit zieht sie ausschließlich Personenzüge und ist Teil des Railpool-Sandwiches des FTX. Nicht jeder Franken-Thüringen-Express, das ist die Langform von FTX, sieht auch thüringischen Boden. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel in einem gefahren, der in Nürnberg startete und in Kronach endete. Dieser hier fährt aber von Nürnberg nach Sonneberg und er tut dies über die neue Schnellfahrstrecke VDE 8. Und weil die Deutsche Bahn keine Lokomotiven hat, die das dort eingesetzte Zugsicherungssystem ETCS beherrschen, hat man Lokomotiven von Railpool angemietet. Je ein silberner Vectron hängt vor und hinter jedem Vierwagen-Doppelstückzug in Verkehrsrot. Eigentlich finde ich ja Personenzüge langweilig. Alles gleich, fast nur noch Triebzüge, Einheitsbrei bei der Farbwahl. Der hier hingegen sticht aus dem Einheitsbrei heraus und er fährt durch die Heimat von Franconian and Western. Mehr Gründe, den zu kaufen, braucht es eigentlich nicht. Es überrascht mich aber, dass jetzt Rocco in die Bresche springt, wo das gute Stück doch quasi jeden Tag vor der Pico-Haustür vorbeirollt. Denn ich beschäftige mich schon etwas länger mit dem Thema und wollte das eigentlich mit Vectrons von Pico realisieren. Der Versuch aber, den Railpool-Schriftzug von der Pico-Lok abzumachen, ist kläglich gescheitert. Deshalb freut es mich natürlich, dass Rocco jetzt die 193805 eben ohne diesen Schriftzug bringt. Eine 193802 mit dem Schriftzug haben sie ja ebenfalls im Programm. Und passende Wagen wird es dazu nächstes Jahr auch noch geben. Die kommen von Hobby Trade. Die habe ich auch hier für meinen Franken-Thüringen Express, aber das sind natürlich die allgemein gehaltenen von Hobby Trade und die müssen noch umgearbeitet werden. Manchmal müsste man einfach etwas geduldiger sein. Apropos Geduld, genug geschwafelt. Das Modell kommt, wie gesagt, ohne große Railpool-Beschriftung auf den Seiten. An der einen Führerstandseite hat es einen Regio Bayern Aufdruck und auf der anderen einen für die Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen und das Bahnland Bayern. Die Lok trägt außerdem vorbildgerechte Zugzielanzeigen und die sind auch beleuchtet. Das wie auch das Fernlicht hätte man bei Pico außerdem erst nachrüsten müssen. Auf der einen Seite trägt die Lok Zielschilder für Nürnberg Hauptbahnhof. Auf der anderen Seite nicht wie im Prospekt angegeben Sonneberg Hauptbahnhof, sondern korrekterweise und wie beim Vorbild Sonneberg-Thüringen Hauptbahnhof. Was Rocco leider so gar nicht hinbekommt, ist das pixelige und orange Look and Feel vom Original. An den Dachaufbauten gibt es nichts zu meckern, das Ganze ist ordentlich und aufgeräumt. Mir persönlich gefallen die Schleiferstücke von Pico, die etwas breiter sind, ja besser. Ich habe mir aber sagen lassen, die Stromabnehmer von Rocco sind vorbildgerechter. Ich habe mir das Modell mit Simo-Decoder und werkseitigem Sound von Soundlab geholt. Das kommt dann auch gleich noch mit einem Pufferkondensator, um kurze stromlose Abschnitte überbrücken zu können. Und leider kommt es auch, wie bei Rocco üblich, als Quasi-Bausatz. Das Modell ist an der Front faktisch nackt. Scheibenwischer, Griffstangen, UIC-Steckdosen, findet man alles im Zurüstbeutel. Und jedes Teil, inklusive der ganz kleinen UIC-Steckdosen, ist abgezählt. Es gibt kein einziges Teil, das irgendwie zu viel dabei wäre. Verliert man also eines, weil es zum Beispiel von der Pinzette ins Zimmer gesprungen ist, bleibt nur die kostenpflichtige Bestellung über die Rocco-Ersatzteil-Webseite. Hat man aber alles zugerüstet, hält man ein sehr schön detailliertes Modell in den Händen, das über großartige Sound- und Lichtfunktionen verfügt und auch noch ein sehr interessantes Vorbild wiedergibt. Apropos Licht und Sound. Ich bin ja wie die Marketingstrategen bei Rocco auch der Meinung, dass bei einem Modell, das laut Liste knapp unter 300 Euro liegt, ein Beiblatt mit der Belegung des Decoders völlig überbewertet ist und man es sich daher auch getrost sparen kann.
Deshalb gibt es jetzt nachfolgend und auch unten in der Videobeschreibung eine Demonstration bzw. Auflistung aller schaltbaren Funktionen des Decoders. Vielleicht erspart es ja dem einen oder anderen die Sucherei. Sowohl F10 als auch F11 sind jeweils nur in Fahrtrichtung aktiv. F10, also die Führerstandsbeleuchtung, erlischt außerdem, sobald man die Lok in Fahrt versetzt. Störung, Störung, Störung. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Störung, Störung, Störung. Ein genauerer Blick auf die Zugzielanzeige. Diese leuchtet beispielsweise auch, wenn F0 abgeschaltet oder das Licht an diesem Führerstand abgeschaltet ist.